So, ja, willkommen auf meinem Kanal, der junge Soccer, du hast mich gefunden. Und ja, erstmal meine Abonnenten, Zuschauer, ich begrüße euch zu meinem neuen Live-Commentary auf dem Boden von Black Ops 2. Slums ist angesagt, Herrschaft mit der MK48. So, und ich bin natürlich nicht einfach so in ein Gameplay hineingejoint, sondern habe natürlich noch ein Thema vorbereitet und ein Thema über unser Finanzsystem. Und was sehr wichtig ist, das Papiergeldsystem, was wir auf unserem Planeten haben. Ja, jetzt packe ich erstmal die Waffe aus. Entdeckt mit der MK48, die ist kacke. Es geht um das Finanzsystem und über das Geldsystem. Wir wollen eher über das Geldsystem jetzt sprechen, weil wir haben eine Währung in Deutschland und das ist der Euro. Viele andere Nationen haben auch den Euro. Die gehören nämlich der europäischen Zone an. Und die Schweiz zum Beispiel hat nicht den Euro. Die haben jetzt zum Beispiel den Franken. Und die Schweiz, die haben aber natürlich eine ganz andere Währung. Eine viel stärkere Währung, weil das einfach ein Land ist. Ein Land, eine Arbeiterschaft, eine Wirtschaft. Und das ist halt auch eine Währung. Die Schwankungen sind in der Schweiz nicht so groß, wie das jetzt beim Euro ist. Weil wir natürlich einfach verschiedene Länder haben, verschiedenen Staatshaushalten und verschiedene Kosten. Also Griechenland hat natürlich mehr Kosten als zum Beispiel jetzt Deutschland. Griechenland ist ein ganz spezieller Fall. Die wollten ja in die Eurozone hinein. Und die wären niemals in die Eurozone gekommen, hätten sie nicht diesen Staatshaushalt nicht ein bisschen nach unten geschoben. Weil der war viel zu hoch. Da haben die Griechen gedacht, wir wollen trotzdem in Euro rein, machen wir das mal ein bisschen kleiner, die Staatshaushaltsschulden, und dann sind die in den Euro gekommen. Das Problem hat sich natürlich dann verschärft, weil wir jetzt Rettungsschirme haben von Billionen von Euro, Billionen, tausend Milliarden, Millionen ist eine Billion, und die Schuldenlast ist so groß, das Ganze, so viel Geld gibt es gar nicht, und da sollen wir wirklich dem Euro noch vertrauen. Nein, das ist natürlich völliger Quatsch. Man sollte eigentlich sein Geld in Fremdwährungen anlegen. Zum Beispiel wäre das jetzt hier im Fall der Schweiz, der Schweizer Franken oder Rohstoffwährungen, was ich auch schon mal gesagt habe, dass Rohstoffe wichtig sind. Und Währungen, die an einem Rohstoff gekoppelt sind, sind erstmal gut. Zumindest für die nächsten 20 bis 30 Jahre. Da hätten wir den australischen Dollar, dänische Krone, die haben ja alle viel Erdölvorkommen. Und man kann natürlich auch in den chinesischen Yuan investieren, ein sehr großes Land. Mit einer extrem hohen Wirtschaft. Die Wirtschaft wächst da auch jedes Jahr für Jahr und ist auch eine relativ sichere Währung. Ist halt noch sehr billig, aber wird immer mehr. Man kann immer mehr Rohstoff, also Geldgewinne mitmachen. Und ja, das ist eigentlich das Geldpolitik-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Natürlich, ich habe nur an der Oberfläche gekratzt hier. Man könnte zu jedem Thema, es gibt noch Unterthemen, unendliche, man könnte so tief eingehen. Dieses Thema ist ein schönes Thema. Kann man stundenlang diskutieren, aber ich habe es einfach mal kurz gehalten. Hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer YouTube Gamescom. Ciao Leute, haut rein!